Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, um ein bisschen den digitalen Baustein in der CX-Reise von Kunden zu sprechen. Und wir würden da ganz gerne auch ein bisschen über einige Lösungen und Ansätze sprechen. Aber ich dachte, wir nutzen die Zeit heute erstmal ein bisschen damit, dass ich mich vorstelle, ein bisschen erzähle, was ich und Verint so in der Industrie machen, und natürlich dann halt auch ein bisschen, was wir so hören, wo unsere Gedanken sind. Und dann einen Einstieg in das digitale Experience Management gebe, wo ich dann zu guter Letzt dann auch unsere Empfehlungen und diesen Schlüssel zum Erfolg mit Ihnen ganz gerne teilen würde und stehe dann auch gerne zum Ende noch für ein paar Fragen zur Verfügung. Also so dachten wir, stellen wir die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde uns vor. Zu mir kurz, mein Name ist James Riley. Ich habe ungefähr 12, 15 Jahre lang in der Marktforschung gearbeitet, bevor es mich dann vor ungefähr 10 Jahren in die Employee Engagement und Customer Experience Management Industrie gezogen hat. Habe für verschiedene Anbieter gearbeitet und habe daher, ich denke, aus der Marktforschung und auch von den ganzen Mitbewerbern und meinem jetzigen Arbeitgeber ziemlich viel mitnehmen dürfen, weil mir das auch eine große Bandbreite an natürlich Kunden und verschiedenen Challenges und Unternehmen mit verschiedenen Zielen eigentlich gegeben hat. Also ich habe da Glück gehabt und viel gesehen und würde ganz gerne ein bisschen was mit Ihnen teilen. Selbst, bitte. Eine kurze Anmerkung an der Regie. Regie, also wir haben bis 11:30 Uhr, also 45 Minuten wäre etwas optimistisch, Halbe Stunde. aber sollte kein Problem. Gut, kein Problem. Das kriegen wir auch eine halbe Stunde hin. Kurz, um Verint vorzustellen, ich mache das ganz gerne recht einfach. Wir sehen uns als ein Unternehmen, was im Grunde genommen Unternehmen hilft, wenn Kunden etwas sagen, schreiben oder anklicken, unseren Kunden damit sozusagen oder unseren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Möglichkeit zu geben, zuzuhören, was Kunden sagen, das zu analysieren und auch darauf aktiv zu reagieren und agieren. Und ich erzähle da ganz gerne Ihnen noch ein bisschen mehr drüber. Komme ich gleich zu, aber wir arbeiten mit ganz vielen Unternehmen weltweit zusammen. Und das Schöne an den diversen Unternehmen ist, obwohl viele in der Versicherungsindustrie oder im Retail oder im Urlaubs- oder Reise- oder sonst was arbeiten, jede dieser Unternehmen hat im Grunde genommen ganz diverse verschiedene Aufgaben, Ziele, Pläne, die sie erreichen möchten. Und ich arbeite mit diversen Versicherungsunternehmen zusammen und ich würde sagen, kein einziges Programm dieser Versicherungsunternehmen lässt sich miteinander vergleichen. Ja, es gibt so diverse Sachen, die haben alle, aber dann gibt es für die spezifischen Ziele und Objectives, die man sich gesetzt hat, natürlich spezifische Anforderungen, die wir dann auch sozusagen mit unseren Technologien, unserer Beratung dann abdecken. Aber es geht heute ja mehr so ein bisschen um, was passiert denn so in der digitalen Welt? Und ich dachte, ich fange einfach mal an, so ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen, weil wir sind ja alle irgendwo Kunden oder Konsumenten in unserem täglichen Leben und hoffe, Sie können sich da eventuell auch ein bisschen mit einfinden oder reflektieren. Aber eine Geschichte zum Beispiel, die mir vor einigen Wochen passiert ist, ist, wir haben einen Flug gehabt. Ich war in Frankfurt bei meiner Mutter zu Besuch, war mit meiner Frau dort und wir wollten dann einen Anschlussflug über London nach Rom. Also sie musste weiter zu ihrer Mutter, hatte Geburtstag und ich sollte in Rom bleiben und in London bleiben, entschuldigen Sie. Und ja, was passiert ist, wir kriegen um 5 Uhr morgens dann die Nachricht, der Flieger ist gecancelt. Und die Anschlussflüge natürlich, die jetzt genommen werden sollen nach Rom, können nicht genommen werden. Es gab auch keine weiteren Anschlussflüge und es war natürlich auch über ein anderes Unternehmen gebucht und die Panik brach halt zu Hause aus. Wie machen wir das jetzt? Weil der Anschlussflug, den wir, oder der Ersatzflug, der uns vorgeschlagen wurde, der war zu einem viel späteren Zeitpunkt und auch nicht akzeptabel für meine Frau, um halt eben dann diesen Anschlussflug zu bekommen. Und im Grunde ging es dann um 6 Uhr morgens los mit Rumtelefoniererei am Contact Center, weil die Webseite uns halt eben nur diesen Flug angeboten hat. Wir hatten dann uns dreimal weiter verbunden lassen und dann innerhalb von 3, 4 Stunden und diversen Telefonaten war es dann auf einmal möglich, uns einen früheren Flug mit einer Möglichkeit, diesen Anschlussflug zu bekommen. Aber es waren halt sehr viele Telefonate und auch eine sehr gestresste Frau zu Hause. Und das ist natürlich etwas, was man ganz gerne vermieden hätte, einfach nur. Eine andere Story ist, ich wurde von meiner Bank angerufen während der Covid-Pandemie und ich wurde gefragt, haben Sie denn so gewisse Überweisungen angegeben hier und da? Und da wurden diverse Fragen gestellt und ich wurde da ein bisschen suspekt und dachte halt, gut,
versucht man mich jetzt hier zu betrügen oder weil es hieß, es ist die Betrugspräventionsline, die mich jetzt anruft und würde ganz gerne einfach nochmal klären, was ich denn alles auf meinem Konto machen würde. Und glücklicherweise mit meinem Online-Banking hatte ich dann über den digitalen Kanal die Möglichkeit, mich einzuloggen, zu schauen, wie sieht es denn eigentlich auf meinem Konto aus? Habe ich denn Überweisungen angewiesen? Fehlt denn momentan Geld? Ist da irgendwas passiert? Aber im Grunde auch in dem Moment musste ich dann nochmal bei der Bank anrufen und nachfragen, sagt mal, geht denn hier alles mit rechten Dingen zu? Und gibt es denn da eine Möglichkeit, dass man mal überprüfen kann, warum ich da angerufen wurde, etc. etc. Und es war ein Betrüger und man konnte dem Ganzen auch auf den Leim, nicht auf den Leim gehen, aber das Ganze präventieren und es ist nichts passiert. Aber auch hier wurde wieder aus dem Online-Kanal, musste ein Telefonat stattfinden, um das halt komplett zu klären und aufzuheben. Und zu guter Letzt, ich war auf einem Event und wir waren als die Avengers angemeldet und ich hatte ein Kostüm bestellt, was nicht ankam. Also ich war da, aber das Kostüm leider nicht. Und ich hatte in einem Hotel in Dallas, war das um genau zu sein, auf eine Lieferung gewartet. Und als der Liefertermin dann da war, stand Paket, wurde geliefert, aber im Hotel hat keiner einen Lieferanten gesehen. Ich habe kein Päckchen bekommen und nach 48 Stunden Rumtelefoniererei hieß es, ja, das Paket sei nie geliefert worden, das ist korrekt. Und aufgrund von Unwettern wäre der Flieger halt verspätet abgeflogen und so weiter und so fort. Also im Grunde hat der digitale Kanal mir falsche Informationen gefüttert, als er sagte, das Päckchen sei in einem Laster auf dem Weg zu mir. Und in Realität saß das noch irgendwo im Flughafen an einem ganz anderen Städtchen, in einem ganz anderen LKW, in einem ganz anderen Container. Und diese ganzen kleinen Stories, im Grunde genommen, die mir passieren, widerfahren vielen Menschen in verschiedenen Kanälen und in verschiedenen Situationen. Und was wir allgemein so mitbekommen haben und ich glaube, was auch viele Verständnis für haben und verstehen, ist, dass sich einfach das Kundenengagement heutzutage komplett verändert hat, weil wir uns auf Kanäle verlassen. Also es hat sich eine unheimliche Beschleunigung in Form von, was wir von einer Firma verlangen. Wo ist mein Paket? Warum ist es noch nicht da? Warum ist hier nicht auf Knopfdruck sofort jemand für mich verfügbar? Ja, und das ist so eine Sache, die wir halt eigentlich über die neuen Medien und über die ganzen Kanäle, die wir halt auch im Privatleben benutzen, uns einfach dran gewöhnt haben. Das Zweite ist, dass Arbeitskräfte heutzutage einfach komplett anders mit Kunden interagieren müssen, weil halt eben diese Erwartungshaltung da ist. Es werden andere Technologien benötigt, Leute arbeiten auch von zu Hause, sind vielleicht nicht mehr zusammen im Contact-Center am Arbeiten oder arbeiten sie gemeinsam, sondern wie gesagt auch in Remote- oder Satelliten-Offices. Und das gestaltet die Geschichte auch ein bisschen komplizierter. Und das Letzte ist natürlich die wachsende Nachfrage in Form von, man möchte von einem Unternehmen natürlich auch gekannt sein. Also ich will nicht, dass ich irgendwie angeworben werde für Geschichten, die mich nicht interessieren, sondern es soll bitte alles genauso auf mich zugeschustert und zugeschneidert sein, wie ich das ganz gerne hätte. Und das hat natürlich ganz viele diverse Komplexitäten, wenn man sich das so mal anhört, ja, was diese Erwartungshaltungen sind. Und wir haben eine Studie durchgeführt, das ist der Kapazitätsengpass, the Engagement Capacity Gap im Englischen. Ich habe hier auch mal eine Studie verlinkt, die Sie sich gerne bei uns auf der Webseite runterladen können. Das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir diese Studie durchgeführt haben. Und im Grunde genommen in dieser Befragung versuchen wir zu erörtern, was ist denn eigentlich momentan so Stand der Dinge und was ist die Erwartung von Kunden und wie deckt sich das ab mit was Unternehmen im Grunde genommen erreichen können. Weil die Zeit zieht dahin, Budget und Ressourcen, klar, wir investieren immer ein bisschen mehr und wollen natürlich uns auch als Unternehmen verbessern, um Kunden bessere Dienstleistungen anzubieten. Aber unterm Strich ist die Erwartungshaltung einfach viel zu steil und viel zu hoch, um mit den eigentlichen Ressourcen und mit dem Budget klarzukommen. Und in der Studie, und ich reiß die nur kurz an, weil wie gesagt, Sie können das im Detail gerne selber lesen, hatten wir im letzten Jahr eindeutig eine Ansage aus diversen Unternehmen, die gesagt haben, also die Hauptherausforderung im Grunde genommen ist der Kundendialog. Und das ist auch dieses Jahr noch so. Also es ist eine kleine Senkung im Vergleich zum Vorjahr, aber also die Kundenerfahrung und der Kundendialog ist im Grunde genommen einer der Hauptkriterien und auch einer der Hauptchallenges, die viele Unternehmen einfach nur sich tagtäglich irgendwie anschauen müssen, weil eben die Erwartungshaltungen so hoch sind. Und da sind sie also nicht alleine. Das geht vielen so, das geht uns allen so. Und wir wollen das halt eben als Unternehmen ein bisschen genauer ansprechen und unter die Lupe nehmen. Im Grunde genommen, was wir auch gesehen haben, ist, dass im Grunde circa 65 Milliarden Dollar im Jahr ausgegeben werden in dieser Industrie, halt eben um diese Kundenerfahrung und auch das Engagement durchzuführen.
Aber das ist im Grunde genommen nicht zu vergleichen mit den eigentlichen Personalausgaben, die stattfinden weltweit. Das sind 2 Billionen Dollar, die ausgegeben werden dafür. Und eindeutig ist da ist nicht möglich, einfach noch mehr Geld reinzupumpen, um mit mehr Personen das zu klären oder diese Erwartungen zu erfüllen, sondern das muss irgendwie ein bisschen ein Ausgleich zwischen Prozessen, zwischen Software und auch zwischen den Mitarbeitern geben. Und hier sehen wir halt zum Beispiel einen Ansatz und wir nennen diesen Ansatz One Workforce, dass ich halt dann kurz einleiten werde in diese digitalen CX-Geschichten, die wir durchführen. Aber uns geht es im Grunde genommen einfach wirklich darum, dass man, wenn man sich anschaut, was Kunden heutzutage eigentlich von uns erwarten und dass diese Erwartungen halt immer höher werden und immer weiter angesetzt werden, Mitarbeiter natürlich die Tools und die das Wissen auch brauchen, um halt eben dann dementsprechend diese Kunden zu betreuen. Und zu guter Letzt als Unternehmen möchte man ja auch mit seinen Mitbewerbern mithalten. Man möchte seinen Kollegen und seinen Mitarbeitern die Tools zur Verfügung stellen, dass sie halt eben die Kunden glücklich machen können, ist das eine unheimlich krasse Dynamik, die man sich da eigentlich anschaut. Und wir sehen halt, dass es halt so viele verschiedene Kanäle gibt im digitalen Bereich und auch im echten Leben, also draußen in der in Location oder wenn man sich mit Kunden trifft, dass man halt irgendwie anfängt, eine Zusammenführung von diesen verschiedenen Kanälen hat und einfach es ermöglicht, dass die digitalen Kanäle und die automatisierten Kanäle und die Mitarbeiter halt sozusagen zusammenarbeiten können. Und diese Zusammenarbeit kann im Grunde genommen nur stattfinden, wenn man ein Verständnis dafür hat, wo hängt's, wo können wir es besser machen, wo fehlt uns Wissen, wo müssen wir besser analysieren, wo fehlen uns Leute, etc., etc., etc. So, und damit steige ich jetzt mal ins digitale Experience Management ein. Wir im Grunde genommen decken das halt alles über unsere Plattform ab. Wir konzentrieren uns heute ausschließlich auf das Experience Management und hier dann im Experience Management für das Digitale, was wir dann mit abdecken. Das digitale Experience Management an sich, wieder, wenn wir uns das, den Kapazitätsengpass anschauen, geht im Grunde genommen darum, dass wir halt ganz schnell sehen wollen, wie können wir Daten, die wir über die Webseite, über das Mobiltelefon, halt eben über die Hauptkanäle im digitalen Bereich, schnell nutzen können, um diese dann halt wieder intern weiterzugeben, um halt Korrektivmaßnahmen oder auch Aktionen anzutreiben, die das Kundenerlebnis verbessern können. Und wir haben natürlich Anforderungen von verschiedenen Abteilungen oder von verschiedenen Fachleuten. Wenn man sich zum Beispiel als Beispiel einen Marketing-Experten anschaut, dem geht es eigentlich mehr um die digitale Präsenz und die Marke, wie wir halt eben diese Kundeninteraktionspunkte so mit Inhalten anreichern können, dass halt eben ein Interesse von Kunden automatisch da ist und man halt das Go-To, die Go-To-Webseite, die Go-To-Firma, die Go-To-Adresse ist für halt eben die Dienstleistungen oder die Produkte, die halt eben von dem Kunden gesucht werden. Und natürlich, wenn es dann Probleme mit der Webseite gibt, dass man dann halt dementsprechend direkt A mitbekommt, wo hängt's, wo müssen wir was reparieren, wo muss was gefixt werden. Und B, wie kann man dann auch mit dem Kunden dann auch in Kontakt treten und sagen, danke fürs Feedback oder hier, wir haben es gefixt oder können wir Ihnen mit irgendwas anderem weiterhelfen? Und das wäre halt so im Marketingbereich. Wenn man sich das jetzt im digitalen Bereich anschaut, als Digital Manager, wo man eventuell für den E-Commerce verantwortlich ist oder für den Vertrieb auf digitalen Kanälen ganz allgemein, da geht es dann halt vielleicht um einen anderen Fokuspunkt. Nicht unbedingt die Marke, sondern wie machen wir eine bessere Konversionsraten? Wie bringen wir die hoch? Wie steigern wir unseren Umsatz auf den E-Commerce-Kanälen? Und da wollen wir natürlich dann halt verstehen, wie diese Kundeninteraktionspunkte im Grunde genommen uns helfen, diese zu erreichen. Ja, und dann halt eben verbesserte Suchfunktionen, verbesserte Möglichkeiten, sich Produkte anzuschauen und alles, was dazugehört, um halt Kunden eben zu vergewissern, dass das ist, was sie wollen, dass das auch das Vernünftige ist, für sie einzukaufen. Und dann können sie das damit dann weiterführen. Was natürlich dann hier auch wieder der hängende Punkt ist, wie kann ich sicherstellen, dass A, diese verschiedenen Reisen, die stattfinden auf der Webseite, um halt eben diese Informationen zu sammeln, funktionieren die, wenn ich was erneuern möchte, weil viele unserer Kunden sind auch dabei, natürlich ständig ihre Webseiten besser zu gestalten, eine bessere User-Interface herzustellen, wie diese Veränderungen dann im Grunde genommen dann halt auch für einen Mehrverkauf oder einen Abfall in Verkäufen sozusagen mitverantwortlich ist. Und auch hier wollen wir natürlich ermöglichen, dass man dann einen Closed-Loop-Prozess durchführen kann, wenn halt eben was nicht funktioniert oder wenn ein Fehler oder Bug auftaucht, dass man dann halt eben mit dem Kunden sich kurz schließen kann und sagen, wir haben das jetzt gefixt oder gibt es noch irgendwas anderes, womit wir Ihnen stehen können. So, und ich wollte jetzt halt im Grunde genommen ganz kurz noch mit Ihnen durchsprechen, wie wir das ansetzen, dass unser Schlüssel
zu Ihrem Erfolg im Grunde genommen sein würde. Wir haben drei Schritte, Maturity Levels im Grunde genommen, wo wir mit Kunden versuchen zu starten. Man startet nie mit 100%, weil das ist natürlich auch eine kleine Reise, die man da macht. Man muss erstmal sehen, wie funktioniert es und wie steigern wir dann natürlich diese CX-Funktion in unserem Digital Team, weil viele Unternehmen müssen sich ja natürlich auch erstmal dran gewöhnen, was für Daten bekommen wir hier, wie können wir das modifizieren, wie können wir das verbessern. Aber als allererstes sehen wir normalerweise also die Diagnose als ganz wichtig. Man möchte halt Hörstationen einrichten, um erstmal zu verstehen, wo sind die Probleme. Wie können wir diese Probleme ausmerzen? Und das Wichtige ist halt dazu, dass wir halt A, verstehen wollen, was sind die Hauptinteraktionspunkte? Wie kommt man an Daten an diesen Interaktionspunkten? Und wie können wir dann dementsprechend diese Daten intern bereitstellen und natürlich dann an und Abteilungen innerhalb des Unternehmens weitergeben, die uns unterstützen können? Und das kann Webdesign sein, das kann das Prozess sein, das kann auch im Background irgendwas sein in Form von Lieferungen oder Rechnungen etc. Wie können wir diese verbessern, dass es halt eben nicht auf einen Reibungspunkt wird für Kunden. Das zweite ist dann halt eben die Informationen an diesen Interaktionspunkten sammeln, um dann auch ein Verständnis zu bekommen, in welchen Bereichen der Customer Journey kreiert es diese Probleme und worauf müssen wir uns erstmal fokussieren, in Form von Prioritäten setzen, wie können wir halt Leute dazu bewegen, mehr zu kaufen oder Nichtkäufer zu Käufer umzusetzen, um halt eben diese Probleme zu identifizieren und dann auszumerzen. Das nächste ist Echtzeitwarnung und wir sehen hier einen sehr großen Benefit, einfach nur, weil wir manchmal in unserem System eine Mitteilung bekommen, dass eine Webseitenfunktion nicht funktioniert, bevor man überhaupt im Unternehmen selber herausgefunden hat, dass irgendeine Website jetzt eine 404-Error oder diverse andere Geschichten hat. Und da sehen wir halt dann Echtzeitwarnungen sehr hilfreich, dass man die halt direkt eskalieren kann an Teams, die halt für diese Aufgaben verantwortlich sind und dann sich diese Probleme direkt anschauen können. Und letztlich, dass man halt diese Erkenntnisse, die man gesammelt hat über diese Diagnose der verschiedenen Kanäle und Interaktionspunkte, dann halt mit diversen Teams abdecken und teilen kann. Weil, wie eben am Anfang schon erwähnt in meinen Geschichten, viele Sachen, die in digitalen Kanälen nicht funktionieren, tauchen oder brodeln dann wieder in anderen Kanälen auf. Wie zum Beispiel ein Contact-Center, wo angerufen wird, weil halt irgendwie eine Lieferung nicht kommt, ein Flug verpasst wurde oder gecancelt wurde und jetzt was Neues benötigt wird etc. Und gerade hier sehen wir halt, eine große Begeisterung, weil viele der Teams ja auch manchmal Anrufe bekommen und können die Sachen gar nicht selber beheben, weil es außerhalb ihrer Reichweite und außerhalb ihrer Kanäle ist. Und da sieht man dann halt, dass man dann auch auf Führungsebene sagen kann, gut, im digitalen Bereich hat es jetzt Probleme gegeben, das hat bei uns im Contact-Center eingeschlagen, wie können wir das in Zukunft vermeiden, wie können wir hier Lösungsansätze finden, die das einfach auch minimieren in Zukunft. So, das wäre die Diagnose. Wenn man dann mit der Diagnose fertig ist und im Grunde genommen dann einen Schritt weiter möchte, dann kommen wir halt eben zu der Geschichte, dass wir ein etwas breit gefächertes Tool haben kann, wo man dann halt auch eventuell Kunden über Befragungen oder sonst was dann halt eben mehr spezifische auf Kundenprobleme ansprechen kann. Also man hat dann Ad-Hoc-Studien, die man eventuell auf bestimmten Produkten, die gelauncht wurden oder auf neuen Website-Unterseiten, die man irgendwie testen möchte, halt mal fragen kann, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Ist alles klar hier auf dieser Webseite etc., was dann halt in der Entwicklung weiterhilft. Man kann diese Verbesserungen dann halt auch validieren. Und es gibt Möglichkeiten, auch Aufzeichnungen von verschiedenen Web-Sessions von Kunden auf der Webseite zu machen, um dann auch ein Verständnis zu bekommen, wie hat der Kunde sich zurechtgefunden, wie viele Klicks hat er benötigt, wie lange hat er auf der Webseite verweilt, wie kann man dann jetzt hier noch zusätzlich Verbesserungen machen. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, Segmente anzusetzen, wo man sagt, bestimmte Altersgruppen, bestimmte Kunden, die bestimmte Produkte suchen, wie finden die sich mit der Webseite zurecht? Weil es ja auch immer pro Kundensegment eventuell verschiedene Merkmale oder Verhaltensmuster gibt. Selbst ein Case Management in einem CX-Tool zu haben, falls man das nicht in einem CRM-Tool über das Contact Center oder andere Kanäle mit abdeckt, ist der nächste wichtige Schritt und da gibt es auch eine Möglichkeit einer Synchronisation, aber wir finden, es ist sehr wichtig, dass halt eben Fälle, die angegeben werden über Kunden, dass es Probleme gibt, dass es einen Bug gibt, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und auch wenn man das intern selbst identifiziert hat, sollte auf jeden Fall getrackt werden, um halt eben sicherzustellen, dass diese Cases A, nicht einfach ignoriert werden und B, einen Verantwortlichen haben, weil es gibt nichts Schlimmeres in einem Unternehmen, als Feedback von einem Kunden zu haben. Und das ist dann irgendwo in einer kleinen Box und keiner schaut sich's an, weil keiner sich verantwortlich fühlt. Also jede Befragung, jeder Kunde, der Feedback gibt, sollte auf jeden Fall eine Anlaufstelle haben, der dann auch einen Verantwortlichen hat,
der dann sich diesen Case annimmt und sich dann auch dementsprechend um den Kunden und über diesen Vorfall und auch der Lösung dieser Vorfälle kümmert. Wichtiger Schritt für Closed Loop Action auf jeden Fall, die man sich im Hinterkopf behalten muss. Und zu guter Letzt eine Dashboard-Verfügbarkeit für alle Personen im Unternehmen, die halt eben von diesen Daten profitieren können. Wir sehen viele Unternehmen, die halt eben das nur als Checkbox-Exercise machen, wo sie sagen, gut, wir haben jetzt ein paar Feedbacks gesammelt, wir wissen, dass unsere Kundenzufriedenheit so und so und so ist. Aber was uns ganz wichtig ist, ist, dass gerade für eben diese digitalen Kanäle man sagt, wir verstehen, auf welchen Geräten welche Probleme existieren. Wir wissen, dass wir auf diesen Seiten folgende Mängel haben und dass dann halt eben diese als Mängelliste abgearbeitet werden. Das ist schön und gut, aber wenn man nicht sieht, was das für eine Verbesserung oder eventuell auch für eine Verschlechterung in den Trends herbeiführt, weiß man ja gar nicht, ob man in die richtige Richtung läuft. Und daher ist es immer wärmstens zu empfehlen, ein Dashboard zur Verfügung zu haben, was dann halt einem zumindest eine wegweisende Anweisung gibt in Form von, wird es besser, wird es schlechter mit den Veränderungen, die wir jetzt herbeigeführt haben. So, und zu guter Letzt haben wir noch unsere strategischen Erkenntnisse, das ist mehr so in Richtung Predictive Analytics, wo wir dann halt nutzen wollen, nicht nur die Informationen, die wir jetzt gerade vor Ort haben, sondern wir wollen auch wissen, wie sieht es denn aus mit dem Wettbewerb, wie sieht es aus mit Leuten, die auch in unserer Industrie oder mit ähnlichen Kanälen ihre Produkte verkaufen möchten, um halt einfach ein besseres Verständnis zu bekommen, wie funktioniert das. Und also wie gesagt, diese Predictive Modeling-Geschichten sind etwas, wo man halt sich selbst gegen andere Unternehmen benchmarken kann und halt ein Verständnis bekommen muss, wie machen unsere Mitbewerber das, wie machen sie es besser, wie machen sie es schlechter, wie können wir halt eben diesen Unterschied kreieren. Benchmarking hatte ich eben schon angesprochen. Maschinelles Lernen ist etwas, was wir auch vielen ans Herz legen, wenn sie in einem Endstadium sind bei der Implementation von diesem Programm, um halt eben ein Verständnis zu bekommen, wenn es Sachen gibt, die wie zum Beispiel eine Covid-Situation oder zusätzliche Lebenshaltungskosten gehen hoch etc., dass man halt solche Themen und Thematiken dann halt einfach automatisch verstehen und aufnehmen kann und das System Vorschläge gibt in Form von hier an diesem Interaktionspunkt wird sehr viel über dieses Thema gesprochen, hier wird sehr viel hierüber getippt, hier wird sehr viel in diesem Bereich gesucht und halt, dass halt eben diese Abnormalien gehighlightet werden im System, um halt eben dann die richtigen Informationen an die richtigen Personen als Alerts weiterzuschieben. Künstliche Intelligenzerkennung hatte ich eben schon grob angesprochen, ganz allgemein, aber wir sehen das auch in zwei Bereichen. A, im kompletten digitalen System, in Form von, dass man halt auch alle möglichen Interaktionen über Bots, über Chat, über E-Mail-Korrespondenz etc. auch mitnutzen kann. Und dann haben wir natürlich auch in der Textverarbeitung eine Möglichkeit, alle unstrukturierten Daten sozusagen aufzuarbeiten, wenn sie mit den digitalen Kanälen zu tun haben, um halt eben ein noch reicheren Datensatz einfach zur Verfügung zu haben. Und zu guter Letzt einfach helfen, um Erkenntnisse eben aus dieser aggregierten Ansicht zu haben, weil die CX-Kanäle natürlich im Digitalen klinken ja auch irgendwo mit allen anderen ein. Und insofern ist es halt sehr wichtig, dass man halt eben in einer Zusammenarbeit mit anderen Personen im Unternehmen, die halt eben auch sich mit solchen Daten auseinandersetzen und das alles zusammenschließt, um diese Silos einfach zu vernichten. Weil wir sehen heute noch sehr oft, dass im Contact-Center läuft ein CX-Programm, im digitalen Team läuft ein CX-Programm, eventuell haben sie noch in ihren Outlets oder Stores irgendwelche CX-Programme und die laufen halt alle vereinzelt und werden noch nicht zusammengezogen. Und wir motivieren halt immer wieder Organisationen zu sagen, wenn sie das zusammenziehen, sehen sie da halt einfach einen viel reicheren Datensatz und können viel besser mit den Daten umgehen. Hier nochmal eine Kurzzusammenfassung für die Pinnwand, wenn man sich das irgendwo hinhängen möchte, wie wir so eine Maturity-Modell ganz gerne für Web und Mobil anbieten würden oder Ihnen vorschlagen würden. Und ich überspringe das ganz kurz, das ist einfach nur eine technische Übersicht, wo wir halt denken, es gibt verschiedene Kanäle, sehen Sie zu, dass Sie halt einen Datensatz zusammenführen können, dass die Aktionen weitergeleitet werden können an die richtigen Personen. Ich wollte ganz kurz, bevor ich mich verabschiede, noch über einen unserer Kunden sprechen, die das eben durchgeführt haben mit uns. L'Oréal hat in den letzten 2 Jahren mit uns sehr viel zusammengearbeitet, um halt eben ihr Web-Erlebnis zu verbessern. Man kann sich vorstellen, über die letzten Jahre hat sich das sehr viel verändert. Man ist nicht mehr so viel zum Friseur gegangen, man hat sich sehr viel zu Hause selber mit diesen Produkten auseinandergesetzt und auch dann natürlich im Bereich B2B und B2C. Und mit eben der
dem Ansatz, L'Oréal zu unterstützen auf ihrer Webseite, haben wir eine Steigerung der Kundenzufriedenheit von 20% in den letzten 18 Monaten herbeiführen können. Wir haben eine Opt-in-Registrierung von 75% Zunahme gesehen. Die Verweildauer von Personen auf der Webseite hat sich um ungefähr 20% erhöht, um sich weitere Produkte und auch weitere Informationen über eventuelle neue Produkte zu holen, auf die man dann irgendwie Interesse hätte. Und was ganz wichtig ist, ist, wir haben eine Verdopplung der Wiederholungsbesuche pro Monat erreichen können. Was bedeutet, dass Kunden immer wieder und öfter auf die Seite zurückkehren, um halt eben Einkäufe durchzuführen. Ja, das hat L'Oréal mit uns zusammen erreicht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch in Zukunft weitere Geschichten und Customer Success Stories mitgeben, auf den Weg geben können, und würde sagen, aufgrund der Zeit, die ich jetzt noch habe, dass ich mich einfach kurz bedanke und frage, ob es irgendwelche Fragen geben würde.